Hi, ich zeig dir, wie du Hold the Line von Toto spielen kannst. Hier dieses prägnante Klavierriff. Hat ja auch irgendwie jeder schon mal gehört. Ich zeig dir, was es mit den Akkorden auf sich hat, wie du die am besten spielen kannst, dass du irgendwie über 3 Minuten auch in dem Tempo das locker hinbringst, was du da machen kannst, wie du die Sprünge machen kannst, was es für Veränderungen gibt, was so die kleinen Nuancen sind, wie der ganze Ablauf des Songs ist. Und ja, wenn dich das interessiert, schau dir unbedingt Hold the Line an. Bis dann. Ciao.